So, wir kommen zu einem weiteren Kandidaten des Genres schnelle Musik, nenne ich es einfach mal. Ich kann nicht mehr. Also es ist, ja. Shi Agu, ist eine sehr schnelle Brille. Domiziana hatte dieses eine Lied da, Benzin, Dings da. Ja, und die haben jetzt zusammen einen Song gemacht, ja? Und ihr wolltet, dass wir, also wie gesagt, ihr entscheidet heute, ne? Also ihr entscheidet. Also, produziert von Replay Okay. Replay Okay, ja. Danke an alle Leute. Lex Barkey ist hier am Mastering gewesen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein auf Tour de Berlin. Avec Shi Agu und Domiziana. Ja, Domiziana. Ich mache ja. Replay, okay? Ah ja, okay, die Werbung hat man schon gesehen auf TikTok. Aber frag nicht wieso. Das Lied habe ich noch nicht gehört. Bin am Raven in einem Fahrrad-Fahrrad-Trikot. Ah. Kristalle in meinem Wien und bin gedopt, Tour de Berlin. Baby mag keine WG, doch will mit mir zusammenziehen. Baby will wissen, ob ich dippe. Aber frag nicht wieso. Was für ein Typ, Alter. Bin am Raven in einem Fahrrad-Fahrrad-Trikot. Kristalle in meinem Vino, bin gedopt, Tour de Berlin. Baby mag keine WG, doch will mit mir zusammen. Okay, also vom Vibe her habe ich, würde ich so sagen, diesen, ja, ich weiß gar nicht, ob man das Rap, Rave, Vibe, Newcomer, ach nicht Newcomer, ja, so Berliner Vibe halt, ne? So ein bisschen Paschanim in der Stimme. Ich habe von dem Shi Agu tatsächlich noch nie was gehört, aber ich finde, der hat so ein bisschen Paschanim in der Stimme. Ja, und beat halt so ein bisschen mehr nach vorne, so wie man es halt zurzeit ganz gerne hat, ja, ja. Sammelziehen, ja. Alter, geht auf jeden Fall. Digga, der fährt ein. Als ich hier ankam, war ich müde, doch jetzt wach. Okay. Der Club ist überhitzt, ich trink einen kühlen Wodka-Slush, spür den Bass. Sie tanzt auf der Tribüne auf den Takt. Und Swarovski an meinen Schneidezähnen fühle ich mich nackt. Ein Bruder ist wie Lewandowski, denn er hat einen guten Abschluss und ein anderer hat kein Abi, aber macht auf cool im Nachtclub. Wenn man lebt wie wir, kann's sein, dass man auch schneller stirbt. Wir sind ja die Hella Weird, ja. Emma. Ja, auf jeden Fall kann das passieren, als wenn du da unten bei der U-Bahn mit dem Fahrrad rumcruist, Alter. Okay, ich finde den Typen irgendwie unterhaltsam. Ich weiß nicht, der macht zwar gar nichts, aber irgendwie finde ich den unterhaltsam. So. Musikalisch finde ich, hat er eine sehr angenehme Stimme. Also ich finde die wirklich sehr angenehm, sehr melodisch. Aber wie gesagt, so leicht dieses, ne, dieses Berliner Paschanim Ding, ne, so Four-on-the-Floor-Beat. Ja, bis jetzt recht angenehm, muss ich sagen. Heller wird. Oh. Baby will wissen, ob ich dippe. Aber frag nicht wieso. Gerade dieser Synth, der so nach so einem Bitcrush klingt oder so, keine Ahnung, Alter. Der, hört ihr das? Das hat so Retro-Vibes irgendwie. Bin am Raven in einem Fahrrad-Fahrrad-Trikot. Kristalle in meinem Wien und bin gedopt, Tour de Berlin. Was Baby ist das? Mag keine WG, doch will mit mir zusammenziehen. Baby will wissen, ob ich dippe. Aber frag nicht wieso. Bin am Raven in einem Fahrrad-Fahrrad-Trikot. Okay. Kristalle in meinem Wien und bin gedopt. Ja, das ist halt sein Ding, ne? Ist das wirklich so immer sein Ding? Also so bei allen Songs? Oder ist das jetzt nur für das hier jetzt? Oder ist das schon... Der Typ zieht auch schon länger sein Ding durch von der Musik her. Ist das aber jetzt mit der Brille und so weiter, ist das so sein Image? Oder ist das einfach nur für das Video? Tour de Berlin. Das Baby mag gerne. Keine WG, doch will mit mir zusammenziehen. Babe, für dich rauche ich Haze. Krass, mach mir immer Paris, doch mit dir bin das ich. Das ist sein Image sogar. Also generell. Ah, okay. Crazy. Okay, wenn ich runterkomme, will auch nicht weiterziehen, zu ziehen in deiner Küche. Ich muss sagen, Alter, ich komme mit diesem Geflüsterten. Das ist für mich wie ASMR-Musik irgendwie. Ist leider gar nicht meins, ne? Ey, es gab mal früher von The Ying Yang Twins, glaube ich, war das, oder? Weiß ich nicht mehr. The Whistle Song? Nee, warte mal, das war das Pfeifen. Es gab einen Flüstersong von irgendeinem Ami-Künstler und ich habe die Krise in meinem Kopf gekriegt. Frido, dankeschön für deine 5 verschenkten Subs, Mann. Da habe ich die Krise von gekriegt, Alter. Deswegen so Flüstern, ASMR leider gar nicht meins, ne? Babe, für dich rauche ich Haze. Krass, mach mir immer Paris, doch mit dir bin ich okay. Will nicht runterkommen. Ach, den kennt man gar nicht ohne Brille. Ich,
muss sagen, die Highlights irgendwie bei ihrem Part sind diese Hall-Effekte, die immer mal so reinkommen. Die finde ich ganz cool. Ich kann echt leider mit ihrer Stimme gar nichts, auch mit diesem Benzinsong davor, gar nichts anfangen, ne? Ich rein, dann rufst du wieder an. Baby will wissen, ob ich dippe, aber frag mich wieso. Ah, das Video ist nice. In Raven, in Fahrrad, das Video ist cool. Ich falle in mein Wien und bin gedopt. Das war das Yin Yang Twins, ne? Whisper-Song. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich fand's einmal okay so früher, aber irgendwie, das ist gar nicht mein. Das ist, ja, das ist Kopfstimme geflüstert. Das ist schon. Ich kann das gar nicht, Alter, nee. Berlin, Baby, mag keine WG, doch will mit mir zusammenziehen. Baby will wissen, ob ich dippe, aber frag mich wieso. Woo! Bin am Raven, in einem Fahrrad-Fahrrad-Trikot. Kristalle in meinem Wien und bin gedopt, wurde Berlin. Baby, mag keine WG, doch will mit mir zusammenziehen. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Kein Plan, Bro. Vielleicht mal so einen Song mit Blade machen oder so? Keine Ahnung. So ein Blood Rave durch Berlin oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Kein Plan. Ich fand ihn recht angenehm, muss ich sagen. Also, sie ist jetzt wirklich leider gar nicht mein Geschmack. Aber er hat eine angenehme Stimme, finde ich so. Ja.